Toll, 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 dass ihr da seid. Also, ja, ihr könnt schon gleich in Einsatz treten. Was steht denn da? Leichter steht da, genau. Also heute möchte ich euch mal was ganz, möchte ich mir etwas Eigenartiges mit euch anschauen. Und wir schauen uns jetzt mal die erste Folie an. Was seht ihr denn dort? Ein Mann. Ein Mann seht ihr, sehr gut. Ich sehe auch einen Mann. Schaut ihn euch jetzt mal ganz, ganz, ganz genau an. Bitte schaut euch alle jetzt mal diesen Mann ganz, ganz, ganz genau an. So, wenn ich euch jetzt eine Minute geben würde und ich sagen würde, so, jetzt erzählt mir mal was zu dem Mann, könntet ihr mir dann etwas zu diesem Mann erzählen? Nein. Na doch, ein bisschen könntest du doch schon. Ein bisschen. Ja, was denn? Lächelt, genau. Mhm. Er hat Haare. Hat Haare, genau. Er ist schick angezogen. Ja, super. Also ein paar Sachen würden wir sehen, ne? Aber, also kennt ihr jetzt den Mann dadurch, dass ihr euch das Bild angeschaut habt? Mhm. Nö, ne? Also wenn ich euch fragen würde, könnt ihr mir sagen, ob der Kinder hat, was würdet ihr dann sagen? Genau, würdet ihr die Schulter zucken, würde ich auch machen, könnte ich auch nicht sagen. Oder welchen Geschmack er hat, ne? Mag er lieber Pizza oder mag er lieber Spaghetti, ne? Wissen wir so ja auch nicht. Oder liest er lieber Bücher über Flugzeuge oder wie man Videos zusammenschneidet? Wüsste er ja dann auch nicht, ne? Ich könnte natürlich die Liste mit diesen Fragen endlos weiterführen und überall würdet ihr so machen, ne? Keine Ahnung. Und zu Recht. Weshalb glaubt ihr, wieso kenne ich den denn jetzt noch nicht? Kann man jemanden durch ein Bild kennenlernen? Nein. Nein, ne? Also, ne, wir kennen ihn jetzt nicht, weil wir noch nie mit ihm geredet haben. Ich kenne noch nicht mal seinen Namen, ne? Ich weiß nicht, aus welchem Land der kommt. Also, ist jetzt natürlich nur eine Zeichnung. Wahrscheinlich gibt es diese Person jetzt nicht, aber wir tun mal so, als ob es die gäbe. Ja, aber ich meine, klar, jedes Mal, wenn man eine Person sieht, dann bekommt man ja gleich einen Eindruck. Ne? Als ich zum Beispiel euch das erste Mal gesehen habe, erinnere ich mich nicht mehr, was ich über euch gedacht habe, weiß ich nicht mehr. Aber ne, ich habe bestimmt gedacht, ah, die sind vielleicht so und so. Das ist mir auch schon mal so gegangen. Ich habe mal zu unterschiedlichen Zeitpunkten, nämlich da erinnere ich mich daran, habe ich mal jeweils eine Frau gesehen und dachte, oh, die ist aber langweilig, dachte ich. Und als ich dann ein bisschen mehr mit ihr geredet, also als ich dann mit denen geredet habe, habe ich festgestellt, die sind überhaupt nicht langweilig. Die sind sogar sehr gute Freundinnen geworden. Weil man halt so vom Anschauen nicht eigentlich wissen kann, wie ist denn jemand. Da kann man Überraschungen in beide Richtungen erleben. Ne? Man kann denken, oh, der ist aber doof und stellt fest, der ist ganz toll. Und man sagt, der ist ganz toll und stellt dann fest, merkwürdige Type. Könnt ihr denn diese Person kennenlernen, wenn ihr ein Buch lesen würdet von der Person? Dass die Person, nur ein paar Sätze, ne? Dass ein Buch hat die Person geschrieben und ihr lest 5 Sätze mal hier und 5 Sätze mal dort. Könnt ihr dadurch die Person kennenlernen? Über sich selbst? Ja, könntet ihr dadurch die Person... Richtig kennenlernen nicht, aber man... Kannst du das Mikrofon nehmen? Richtig kennenlernen jetzt nicht, aber man hat mehrere Informationen. Ja, aber wenn du nicht das ganze Buch liest, sondern nur ein paar Sätze hier, ein paar Sätze da und mal ein Kapitel, lernst du dadurch die Person kennen? Nein. Nö, ne? Macht ja Sinn, genau, ne? Oder was, wenn man sich so eine Kette umhängt mit dieser Person drauf, lernt man dadurch die Person kennen? Nein. Nee, ne? Oder was, wenn man sich von dieser Person eine Skulptur aufstellen lässt? Skulptur, das ist etwas, was entweder aus Holz geschnitzt wird oder aus Metall also das ist eine Skulptur. Wenn man sich eine Skulptur davon ins Zimmer stellt, lernt man dadurch die Person besser kennen? Nee, ne? Genau. Und also, lernt man denn eine Person kennen, wenn jemand einem was über die Person erzählt? Nehmen wir mal an, ich erzähle euch jetzt was von meiner Freundin. Lernt ihr dadurch die Person kennen? Wenn ich jetzt euch was über eine Freundin von mir erzähle, oder sagen wir, ihr würdet die Cheyenne nicht kennen und ich erzähle euch jetzt was über die Cheyenne. Würdet ihr dadurch die Cheyenne kennenlernen? Nein. Der Linus zuckt so ein bisschen. Also ich würde sagen, man kann ja ein bisschen was davon lernen, ne? Bisschen, ne? Richtig, richtig.
Das ist sehr gut. Bisschen aber nicht richtig. Ist genau gut gesagt, ne? Also wenn jemand anders anderem was, einem was erzählt, dann lernt man die nur ein bisschen kennen, aber nicht so richtig. Sehr gut. Ich meine, manchmal, ne, also man bekommt ja schon Eindruck. Also wenn ich euch jetzt sagen würde, oh, da gibt's diesen Diego, der stinkt aus dem Mund, ne? Und überhaupt ist der gemein. Würdet ihr dann Lust bekommen, mit dem Zeit zu verbringen? Nein. Nee, ne? Wenn ich aber sagen würde, oh, das ist eine ganz tolle Person, dieser Oliver, der erzählt ganz tolle Geschichten. Also der hat immer so coole Ideen. Würdet ihr den kennenlernen wollen? Ja? Ich auch. Ja, ja, das stimmt. Das ist sehr gut. Der Leo sagt da, vielleicht kann man auch Lügen erzählen. Das stimmt nämlich auch. Also wir stellen fest, man kann eine Person ein bisschen kennenlernen, indem man was von denen liest. Aber nur ein bisschen. Und auch ein bisschen, wenn man was von denen hört. Aber eigentlich so richtig, richtig reicht das nicht aus. Jetzt ist halt die Frage, was muss man denn machen, um eine Person also richtig kennenzulernen? Sie treffen. Sie treffen, aha. Was, wenn du sie triffst und die ganze Zeit redest? Lernst du die Person dann kennen? Nee. Nein. Also was muss man noch machen, um die Person kennenzulernen? Mit ihr reden. Mhm. Und auch zuhören wahrscheinlich, oder? Mhm. Also ja, man kann natürlich auch andere fragen, ne, wie sie sind, ne, ob sie Kinder haben, ob sie lieber Pizza oder Spaghetti mögen, ne, oder all solche Sachen, ne. Aber die Frage ist jetzt halt, also es gibt ja ganz viele Leute, die sagen was von Jesus, ne? Wie lernt man denn Jesus kennen? Das ist jetzt mal die Frage. Durch die Bibel, sehr gut. Ja, aber wie durch die Bibel? Indem du nur einen Satz hier und einen Satz da liest? Nein. Ah, sehr gut, die ganze Bibel. Ich frage jetzt nicht, ne? Das kann jeder für sich selbst entscheiden. Wer von euch hat jetzt wirklich mal die ganze Bibel kennen, durchgelesen, um zu gucken, wie Jesus ist? Hier vorne sehe ich schon einige mit dem Kopf schütteln, auch wenn sie es nicht machen mussten. Aber es ist nicht interessant, ne? Unter den normalen Umständen wissen wir alle, man muss Zeit mit der Person verbringen, ne, um die wirklich kennenzulernen. Aber bei Jesus machen wir das nicht. Und dann wundern, ne, die denken dann, ne, ich habe es glaube ich sogar ein Bild hier. Oder genau, manche sagen sich, okay, ich stelle einfach eine Kerze vor dem Bild auf. Wenn ihr diesen Mann, ne, eine Kerze vor dem Bild des Mannes habt, lernt ihr ihn dann kennen? Nee, ne? Nutzt ja alles gar nichts. Und manche Leute denken, indem sie sich halt so eine Kette mit einem Kreuz und Jesus draufhängt, dadurch kennen sie Jesus. Stimmt das? Findet ihr es nicht interessant? Jedes Mal, wenn wir normalerweise darüber sprechen, jemanden kennenzulernen, wissen wir genau, was wir machen müssen. Aber bei Jesus machen wir das nicht. Und dann wundern wir uns, dass wir Jesus gar nicht kennen. Es gibt einen Bibelvers, den möchte ich mit euch lesen. Leo, kannst du es mal bitte vorlesen? Ihr durchforscht die Heilige Schrift, weil ihr meint, in ihr das ewige Leben zu finden. Und tatsächlich weist gerade sie auf mich hin. Dankeschön, sehr gut gelesen. Tatsächlich weist gerade sie auf mich hin. Also die Bibel sagt, guck, wenn du wirklich mich kennenlernen willst, sagst Jesus, dann musst du zur Bibel gehen. Du kannst ihn nicht durch irgendwelche Bilder und so sagen, du musst zur Bibel selbst gehen. Und das könnt ihr als Kinder auch. Ihr könnt schon lesen, ne? Ihr könnt nicht sagen, nee. Also wenn ihr ihn wirklich für euch selbst kennenlernen möchtet, müsst ihr selber lesen. Und das gilt für die Erwachsenen genauso. Nicht nur für die Kinder. Es gibt noch einen anderen Vers, den finde ich auch ganz interessant. Aber bevor ich das sage, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die ein Vorurteil haben über Jesus, weil sie Jesus nie selbst kennengelernt haben. Die haben gehört, was andere über Jesus gesagt haben, aber sie haben ihn selbst nie kennengelernt. Das wäre so, als ob ich jetzt über dich, Linus, was ganz Schreckliches anderen erzähle über dich, was gar nicht so ist. Und dann wollen die natürlich dich gar nicht kennenlernen. Es gibt noch einen Vers, den finde ich auch ganz wichtig. Da steht, jetzt ist der Linus dran. Kannst du bitte mit das Mikrofon halten? Er weckt mich, ja. Morgen für morgen weckt er mich das Ohr, damit ich höre, wie Jünger
hören. Genau, danke. Also Gott sagt, guck, eigentlich, ich will dich so sehr gerne besser kennenlernen, ich wecke dich morgens auf. Und dann, sollst du dann reden, steht da? Es geht darum zu hören. Und die Frage ist, machen wir das eigentlich? Sind wir mal still, wenn wir im Gebet sind, um einfach mal zu hören, was Gott uns sagen möchte? Und viele Leute sagen, ja, ich höre ja Gott nicht. Naja, sie reden die ganze Zeit. Wenn man immer redet, wie kann man dann hören? Wenn ich die ganze Zeit rede und du mir was sagst, Linus oder du, Cheyenne, ne, dann kann ich euch gar nicht verstehen, weil ich die ganze Zeit rede. Aber da ist auch was, um Jesus kennenzulernen, müssen wir auch zuhören. Also ich kann euch ja nur sagen, ich bin da auch auf dem Weg. Ne? Also ich bin jetzt kein Experte auf dem Gebiet, aber ich will Jesus kennenlernen. Ich will es wirklich. Und ich weiß, wenn Gott zu mir redet, dann bin ich immer die Glückliche, immer. Bin ich nie der Verlierer. Und das wünsche ich euch, uns allen hier eigentlich, und auch euch im Livestream, nicht nur den Kindern, sondern auch den Erwachsenen, dass wir beides wirklich nutzen. Mit Gott reden, zuhören und die Bibel, damit wir ihn wirklich kennenlernen. Nicht einfach nur Fakten über ihn lesen, sondern damit wir ihn persönlich kennenlernen. So, jetzt muss ich euch nur noch eins sagen und ihr wisst schon, was kommt. Ich habe, glaube ich, eine ganz tolle Folie. Ist das, ui, ist gerade verschwunden. Da ist es, genau. Wir haben euch lieb. Ist das nicht ein tolles Bild? Gut, also nicht nur wir, sondern ganz, ganz besonders auch Gott hat euch ganz, ganz doll lieb. Und wir freuen uns, dass ihr da seid.